Hallo und willkommen zu einem neuen Uni-Vlog von mir. Wie ihr es vielleicht hört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Heißt, ich habe eigentlich nur Schnupfen, aber der hat mich dafür ziemlich hart erwischt. Keine Sorge, habe auch schon einen Roni-Test gemacht, der zum Glück negativ war. Von daher, ja, good to know, dass es auch noch normale Erkältungen gibt in dieser Welt. Wir haben tatsächlich schon 12:30 und mir steht heute ein BIP-Day bevor, weil ich, um ehrlich zu sein, in den letzten Wochen nicht wirklich irgendwas für die Uni getan habe, außer für Pol. Pol habe ich tatsächlich recht gewissenhaft vorbereitet, jede Woche. Aber ansonsten, ich kann euch ja gerne mal meine Liste zeigen an Sachen, die ich machen muss, beziehungsweise an Vorlesungen, die ich nacharbeiten muss. Ich habe aber ehrlich gesagt mir auch keinen Stress gemacht, was das angeht, weil, wie ihr ja wisst, wir hatten sehr wenig Zeit, beziehungsweise manche Leute hatten gar keine Zeit, wirklich zu regenerieren nach dem Physikum. Und ja, da haben wir uns dann alle mehr oder weniger selber freigenommen. Genau, und ich habe mir ein bisschen so als Ziel gesetzt, so wirklich zu starten mit der Uni nach Pfingsten, beziehungsweise wenn ich dann ungefähr noch einen Monat zu den Klausuren habe. Ich muss sagen, ich habe an dieses Semester absolut gar keine Ansprüche, außer dass ich ganz gerne die Klausuren vielleicht bestehen wollen würde, aber mehr dann eben auch nicht. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass meine Vorlesungen, die ich potenziell nacharbeiten hätte sollen müssen, sich langsam ein bisschen anstauen. Naja, und deswegen habe ich das jetzt alles mal ein bisschen gesammelt, weil ich irgendwie schon den Überblick verloren habe. Und heute werde ich versuchen, ein bisschen was davon aufzuholen. Einfach, damit ich nachher nicht vor einem riesigen Berg stehe, weil ich sehe es einfach jetzt schon kommen. Ich sitze dann da und habe irgendwie die Hälfte noch gar nicht gemacht. Und ihr wisst ja, ich bin all about Stressvermeidung und sowas stresst mich halt. Deswegen, ja, wird heute ein BIP-Day gemacht und später gehen wir noch grillen an den Aasee, weil heute ist echt super schönes Wetter. Es ist super warm. Egal, ich zeige euch jetzt erstmal meine kleine Liste, die ich erstellt habe. Wo ist sie denn hier? So, da ist sie. Ja, Patho, das Problem ist, Herz-Kreislauf alleine ist schon 3 Vorlesungen. GI-Oberbauch ist auch nicht gerade wenig. Stoffwechsel, to be honest, habe ich nicht ganz gecheckt, was ich da nacharbeiten soll. Ihr könnt es ja selber lesen. Klischee habe ich tatsächlich noch gar nicht irgendwie nachgearbeitet. GTE auch nicht. Bei Radiologie bin ich komplett lost. Da habe ich gar keine Ahnung, was oder wie oder wann ich es lernen soll. Das Einzige, was tatsächlich einigermaßen geht, ist MIBI, weil wir uns das nämlich aufgeteilt haben in unserer Bubble und jeder erstellt da ein paar Ankis zu verschiedenen Themen und die teilen wir dann miteinander. Wie ihr seht, ich habe einiges vor mir und mit jedem Tag, den ich länger warte, wird der Berg größer und größer. Ich kann euch aber beruhigen, Leute, die Klinik ist trotzdem 10 Milliarden Mal besser als die Vorklinik. Ich verquatsche mich gerade schon wieder, merke ich. Ich gehe jetzt zu Rewe, werde noch ein bisschen was einkaufen für den Grillabend und dann fahre ich zu Maxi und dann gehen wir in die Mensa. Nicht ihr Ernst. Ich bin alt und gebrechlich. Ja, ja. Bis gleich. Leute, es ist zu warm. Meine Enzyme haben ein Temperaturmaximum von 25 Grad. Ihr könnt euch denken, das hier ist nicht gut. Das klingt nicht gut. So Leute, wir sind in der BIP angekommen. Was gibt es, People? Wir sind in der BIP und es ist so scheiße heiß hier. Und ich musste mich gerade daran erinnern, wie wir noch ungelogen vor ein paar Monaten hier saßen mit unseren Mänteln an, weil es so kalt war. Er hatte noch mit meinem Mantel. Ja, richtig funny. Und jetzt ist es so heiß. Naja, wir fangen jetzt an. Wir haben beide viel zu tun. Und wir haben schon 14:30. Ich habe das Gefühl, ich kriege meinen Plan heute nicht durch. Okay Leute, bevor wir starten, möchte ich euch noch ganz kurz was zeigen. Das ist auch unbezahlte Werbung. Das ist einfach mein Amazement, beziehungsweise genau, mein Herzensempfehlung und mein Herz, was ein bisschen weint, weil es das zu meinen Vorklinikzeiten noch nicht gab. Und zwar, ihr kennt ja die Physiologie-Skripte, die habe ich ja ab und zu mal erwähnt in meinen Videos. Es gibt jetzt nicht nur Physiologie-Skripte, sondern Biochemie-Skripte. Die hätte ich wahrscheinlich noch dringender gebraucht als Physio, to be honest. Guckt euch diese Beauties an. Die sind jetzt wieder genauso aufgebaut wie die Physiologie-Hilfsskripte, also auch in Stichpunktform.
aber ich denke mal auch wieder mit den allerwichtigsten Sachen, die ihr so braucht, um eure Prüfungen zu bestehen. Frau Unnötig, haben Sie damit schon gearbeitet? Nein, heute ist mein erstes Mal, aber ich freue mich unglaublich darauf. Und ich darf es mit Esther erleben. Das erste Mal. Ich freue mich wirklich unglaublich. Vor allem, es gibt ja auch wieder Anki-Karten dazu. Dementsprechend für alle von euch, die vielleicht selbst nicht so gut oder so gerne Anki schreiben, we got you. Es gibt Ankis. Möchtest du deinen Rabattcode nennen? Maximal unnötig 10. Zwischenbericht, Leute. Ich habe gerade meinen Nervus ulnaris richtig hart angeschlagen. Und Maxi? Man nennt ihn auch den Musikantenknochen. Bei mir ist er immer Musikknochen. Von echt? Ja, also da, wo ich herkomme, ist das so. Oh Leute, wir haben festgestellt, erst das Temperaturmaximum ihrer Enzyme ist auch bereits bei 20 Grad erreicht. Ja. Aber es geht gar nichts weiter. Mir ist viel zu warm. Und ich bin so langsam. Ich sitze ungelogen schon seit einer Stunde oder wie lang? Keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Sitze ich am Patto. Und zwar. Hast du eigentlich erzählt, dass du dir heißen Tee mitgenommen hast? Nein. Leute, das war auch keine Glanzleistung von mir, das muss ich ja ehrlich zugeben. Ich habe mir gedacht, ich bin ja ein bisschen verschnupft. Ein kleines bisschen. Also nimmt die Mutti sich Tee mit. Bei 28 Grad. Vor allem, ich habe mich noch so gefragt, so, okay, sie nimmt warmen Tee mit, okay. Aber dann habe ich es auch nicht so hinterfragt. Weil ich hätte mich mal lieber hinterfragt, ne? Ja, weil ich dachte so, okay, du weißt schon, was du tust. Falsch gedacht. Oh, ich sehe richtig sick aus. Ich habe richtig glasige Augen. Blöd. Naja, auf jeden Fall habe ich den Tee jetzt weggemacht und habe mir ein neues Klowasser geholt, weil das ist besser als heißer Tee. Naja, ich bin sehr enttäuscht von meiner Leistung heute, muss ich ehrlich sagen. Ich komme überhaupt nicht voran. Ich bin so langsam. Mir ist so heiß. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Warum haben die in der Bib keine AC? Ich habe mein Ziel jetzt reduziert auf, ich möchte einfach nur diese eine Vorlesung fertig nachgearbeitet haben. Das will ich hinkriegen. Wir haben noch anderthalb Stunden. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und dann muss ich mir echt für die nächsten Tage mal was überlegen. Also geht das echt nicht weiter. Ich bereue das gerade richtig. Ich habe das richtig unterschätzt, was das für eine Arbeit ist, die ich mir so passiv aufgedingst habe. Man versucht so einmal kein Streber zu sein. Ohne Scheiß. Ich habe einmal versucht, nicht ich zu sein, ne? Einmal versucht, gerillt vor fucking Streber. Und Leute, ich kann euch hiermit bestätigen, das Streber-Life ist das beste Life. Wirklich, man hat weniger Stress. Weil es stresst mich total, dass ich diesen Berg jetzt vor mir habe, dass ich sehe, was ich alles nacharbeiten muss. Und es muss ja getan werden. 7 Tage vor der Klausur. Ey, das gibt mir wirklich, das gibt mir Bluthochdruck. Und wie wir alle wissen, ist das nicht gut. Naja, ich werde den Berg jetzt abarbeiten und danach gehe ich back to the Streber Life. Egal, wir machen jetzt weiter. Wir sind schon wieder so viel am Quatschen. Ja, ich weiß. Okay, wir reden jetzt einfach gar nicht mehr. Okay, sollen wir uns eine Challenge stellen? Okay. So, wir dürfen nichts reden bis 19 Uhr. Okay. Kein Wort. Kein einziges Wort. Oh, ich muss jetzt eine Liste anfertigen mit Sachen, die ich dir dann erzählen muss, die mir zwischendurch eingefallen sind. Okay, das halten wir jetzt hier fest on camera. Jetzt machst du ein richtig lustiges, dieses quietschende Geräusch. Okay, müssen wir jetzt mal ernst gucken gehen. Wisst ihr, wie lange ich ausgehalten habe? 7 Minuten. Das ist echt nicht wahr. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach losgebabbelt. Ich habe so mein Deo rausgeholt, weil mir so scheiße warm war. Ich tue mir das so drauf. Mir ist so warm. Ich meine, das kann nicht. Egal, wir machen einfach weiter. Round 2. So Leute, 18:30 und wir haben es geschafft. Wir haben offiziell 2 Vorlesungen nachgearbeitet, weil das, was ich da gerade abgehakt habe, das war tatsächlich 2 von gestern und von heute.
ja, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Und wir gehen jetzt einkaufen und machen noch eine Kleinigkeit für das Grillen. Und dann hoffe ich, dass es gleich kühler wird. Weil ich halte es nicht mehr aus. What did Mami do? Fettsäuresynthese, Beta-Oxidation wiederholt, Cholesterinsynthese angefangen, aber ich unterbreche das jetzt, weil... KB. Erstens KB und zweitens keine Zeit, weil ich muss Salat machen für heute Abend fürs Grillen und ja, dementsprechend müssen wir einkaufen, müssen veganen Filter kaufen, Wassermelone. Falls es sowas überhaupt gibt in dieser Welt. Gibt's das. Und was wollen wir noch? Rucola. Ne, Rucola hat Esther schon gekauft. Dann machen wir einen Wassermelonen, Feta-Käse, Rucola-Salat und Dip. Leute, wie ein Kind habe ich einen Snack bekommen. Stimmt, wir machen einen Taste-Test. Genau, Taste-Test. Das ist der vegetarische Mühlen-Snack. Oh Gott, Snack. Ich glänze wie verrückt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. genau, und den habe ich noch nicht probiert und den probieren wir jetzt. Auch wenn ich, glaube ich, heute nicht so ganz die beste Person dafür bin, weil ich nicht so viel schmecke, aber that's okay. Übrigens unbezahlte Werbung. Oh, das sieht aus wie so ein kleiner, dünner, langer Hot Dog. So. Ich dachte, du sagst jetzt was anderes, ehrlich gesagt. Und schmeckt die Beefy? Schmeckt an sich schon ein bisschen wie Beefy, aber Beefy ist ein bisschen saftiger. Das will mal riechen. Kann ja nicht abrissen. Oh, riechen tut es aber wie Beefy. Vor allem das, ja. Brötchen. Ja, das Brötchen. Das war wahrscheinlich nicht so schwer in vegan hinzukriegen oder vegetarisch. Ich habe das so. Gefühl, ich steche mich damit auf. Das habe ich leider auch, das Gefühl. Das ist auch echt schwer. Wir machen jetzt einen... Mein Daumen ist kaputt. Ja, same. Also mein Daumen, mein Dip. Wir machen jetzt Wassermelonen-Rucola-Feta-Salat. Hör auf! Ich weiß nicht, ich muss was machen. Das geht nicht. Oh, soll ich mal machen? Meinst du, bist stärker als ich? Da? okay. Aber nicht aufs Zahnfell, das ist schon kaputt. Ja. Das ist wie das Schwert von Excalibur. Ja, okay, nee, ich lasse es lieber. Wir wollen ja nicht jetzt gleich schon wieder im UKM landen. Genau deswegen wollte ich das nicht schneiden, weil ich das wusste, dass ich das nicht hinkriege. Ich schneide lieber den faken Feta. Ich bin damit auch gleich schon fertig, Maxi, und du? Schnauze. Leute, zweiter Taste-Test für heute. Esther probiert veganen Feta zum ersten Mal. Hat irgendwie voll die geile Konsistenz. Wie diese Kiri. Frischkäse. Oh, das ist geil. Leute, das ist geiler als echter Feta. Aber es schmeckt auch anders als echter und Feta. Und Leute, für die echten OGs, Wassermelone, Feta-Käse, ist mir egal, ob echter oder nicht. Also eigentlich nicht, aber erst, was ihr wollt. Und dann zusammen. Das ist wirklich das geilste ever. Fun Fact, ich mag keine Wassermelone. Is it on the way? Guten Morgen, wir haben 9.30 Uhr, für mich geht es gleich in die Uni zum Polkurs und danach geht es zum Skills Lab und diese Woche machen wir was richtig Cooles im Skills Lab und zwar lernen wir Zugänge zu legen. Das haben wir am Dienstag schon angefangen, da haben wir das erst einmal an Puppen geübt, also da haben wir wirklich einfach so Arme bekommen, die auch erstaunlich echt aussahen, auch wenn sich die Haut meiner Meinung nach eher ein bisschen wie Elefantenhaut anstatt wie Menschenhaut angefühlt hat. Aber es war wirklich ganz gut, einfach um die Abläufe so ein bisschen kennenzulernen. Also die einzelnen Schritte, die man da eben ja, beachten muss.
Und heute wird das dann an uns gegenseitig geübt. Ich bin schon echt sehr gespannt. Ich habe das in meinem Leben, ich glaube, 3-mal gemacht. Können ist anders. Aber ich freue mich einfach so, Leute, weil ich habe mittlerweile echt so das Gefühl, dass ich wirklich Medizin studiere und dass ich jetzt gerade wirklich die Sachen mache, von denen man sich immer gedacht hat, dass man sie im Medizinstudium lernt, bis man dann den Knüppel der Vorklinik über die Löffel gezogen bekommen hat. Ja, und mir macht das einfach gerade total Spaß, also das alles so zu lernen und auch besonders die Skills Lab Kurse mit meiner Bubble zusammen, die sind eigentlich echt immer richtig witzig. Ich glaube, ich mache mich jetzt auch schon auf, weil ich muss mir tatsächlich einen E-Scooter suchen, weil ich gestern mein Fahrrad bei Maxi habe stehen lassen und ja, irgendwie muss ich zur Uni kommen, von daher mache ich mich jetzt mal auf die Suche. Leute, ich kann nicht mehr. Es ist so scheiße heiß. Und ratet mal, wer keine kurzen Hosen oder sonstiges in Münster hat. Naja, deswegen fahre ich jetzt gleich auch nach Hause. Nicht nur deswegen, aber ich fahre nach Hause und dann werde ich mir meine Sommerklamotten mitnehmen, weil ich bin hier gerade echt am Zerfließen und es war so heiß im Skills Lab. Und ich habe euch ja erzählt, wir haben heute Zugänge das erste Mal gelegt, da erzähle ich euch gleich auch noch ein bisschen was zu. Aber diejenigen von euch, die sich auch im medizinischen Bereich finden bzw. da arbeiten, die wissen ja vielleicht auch noch, wie das war damals, als man das erste Mal gemacht hat. Das ist schon relativ stressig und allein das bringt einen schon ziemlich zum Schwitzen. Und wenn man dann da noch sitzt mit 28 Grad, ich brauche euch nicht zu erzählen, es war ein Schwitz. Fest. Jetzt aber zu der eigentlichen Sache. Wir sind ja eine Sechsergruppe in meiner Bubble und dementsprechend konnten wir uns dann gut in Zweiergruppen aufteilen und haben das dann aneinander geübt. Ich habe leider Gottes nicht so super gute Venen. Ihr könnt ja vielleicht mal gucken. Man kann sie in Real Life zumindest ganz gut sehen, weil ich ja so helle Haut habe. Aber das bringt einem relativ wenig, weil man muss sie vor allem spüren können. Beziehungsweise es ist halt ganz gut, wenn die sich wirklich so, ich sag mal, vorwölben. Und das ist bei mir leider weniger der Fall. Dementsprechend hatte meine Freundin es dann auch ein bisschen schwer mit meinen Venen. Aber sie hat es zweimal wirklich gut geschafft. Hier an den Ellenbeugen. Genau, und sie hatte wiederum Top-Venen. Also das war, die haben einen nur so angesprungen. Dementsprechend hat das auch wirklich ganz gut geklappt. Ich fand es auch einfacher als an der Puppe. Ich habe einmal einen Zugang gelegt, als meine Tutorin dabei war und mich so ein bisschen angeleitet hat. Und dann das zweite Mal habe ich es komplett alleine gemacht. Und da muss ich sagen, war ich schon ein bisschen stolz, dass das dann auch geklappt hat. Also auch so von den Abläufen und so. Ja, das war jetzt insgesamt, ich glaube, mein 5. Zugang, den ich gelegt habe. Und ich würde es immer noch nicht sagen, dass ich es super gut kann. Aber man merkt schon, wie so ein bisschen zumindest die Routine reinkommt. Dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, so was man da machen muss, was man beachten muss, wie sich das auch anfühlt, wenn es wirklich sitzt und so weiter. Ja, von daher, ich sage es immer wieder, ich bin ein riesiger Fan von diesem Skills Lab. Ich hätte am liebsten jeden Tag da einen Kurs, dass man da so richtig sicher wird in allem. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen was erledigen. Ich muss zum einen das Treppenhaus noch putzen, zum anderen muss ich die Küche noch aufräumen und packen. Und dann geht es für mich in die Heimat übers Wochenende, weil ich habe morgen, also freitags, habe ich eigentlich immer nur Vorlesungen und die sind bei uns ja hybrid. Deswegen, ja, muss ich dafür nicht unbedingt in Münster sein. Ich freue mich schon sehr, weil das eine, was mir hier in Münster wirklich fehlt, ist ein Balkon bzw. ein Garten. Besonders jetzt so in der Sommerjahreszeit. Da sitze ich einfach ganz gern auch mal draußen, auch fürs Lernen oder so. Das habe ich letztes Sommersemester auch super gerne gemacht. Deswegen freue ich mich sehr, das dann zu Hause machen zu können und natürlich auch mit meiner Family zu sein. Ja, und dann würde ich sagen, ich trinke jetzt mal kurz was und dann geht's los. Nach einer sturmreichen Fahrt, bei der ich teilweise die Straße nicht mehr gesehen habe, bin ich angekommen. Im Hotel Mama. Es gibt natürlich direkt Essen. Selbstgemachter Smoothie. Abendessen. Ich warte jetzt noch auf meine Michi, weil die arbeitet donnerstags immer recht spät. Und vielleicht werde ich nachher noch ein bisschen was für die Uni machen. Weil ich ja, wie gesagt, sehr, sehr krass hinterherhänge und ich würde irgendwie ganz gern zumindest eine Vorlesung heute noch nacharbeiten, fürs Gewissen. Und dann geht's morgen richtig los, so richtig.
nur Scheiße. Plopp. Ich bin jetzt fertig mit meiner kleinen Evening-Study-Session. Ich muss sagen, ich mag das eigentlich ganz gerne. Also ich habe meistens ja nachmittags so ein kleines Tief, wo ich, beziehungsweise nicht klein, ein riesiges Tief meistens, wo ich einfach überhaupt nicht mehr kann. Und abends kommt dann meistens so meine Energie so ein bisschen zurück. Also morgens, würde ich sagen, ist definitiv meine beste Study-Zeit, meine beste Produktivitätszeit. Aber abends kommt dann nochmal so ein kleiner Kick zurück. Von daher habe ich jetzt doch noch ein bisschen was geschafft bekommen und jetzt warte ich auf Michi, dass sie aus dem Chor zurückkommt, weil wir noch eine Folge Selling Sunset gucken wollten. Ach Leute, der Morgen hat so gut und produktiv gestartet. Da wollte ich einmal eine gute Studentin sein und wirklich in alle Vorlesungen gehen online. Ja, und dann funktioniert der Ton natürlich nicht, ne? Ich habe heute tatsächlich nur 3 Vorlesungen, Patho, Mibi und klinische Chemie. Und ja, das letzte war dann wohl ein Satz mit X. Fuck, mein Akku geht jetzt leer. Oh, ich raste aus! Okay Leute, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich filme jetzt vom Handy aus weiter, weil ich jetzt keine Lust habe, mein neues Akku zu holen. Das mit klinischer Chemie, das hat sich dann ja jetzt erledigt. Dementsprechend werde ich jetzt hier weitermachen mit meiner To-Do-Liste, die ich mir heute Morgen geschrieben habe. Ganz oben habt ihr ja sicherlich auch schon gespottet, steht Formulatur. Und Leute, ich kann es gar nicht glauben, dass ich hier angekommen bin, an dem Punkt, wo man sich um Formulaturen kümmern muss. Kurz vielleicht zur Erklärung für die Leute, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen. Eine Formulatur ist im Prinzip nichts anderes als ein ärztliches Praktikum. In der Vorklinik hatten wir unser Pflegepraktikum, wo wir dann eben 3 Monate auf einer Station in der Pflege gearbeitet haben. Und jetzt ab der Klinik haben wir im Prinzip genau dasselbe, nur eben, dass wir jetzt nicht mehr in der Pflege arbeiten, sondern mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Und davon müssen im Verlauf der Klinik eben 4 Monate abgeleistet werden. Es gibt allerdings nicht nur Formulaturen, sondern auch noch sogenannte Blockpraktika. Das sind eigentlich auch ärztliche Praktika, nur dass sie eben von der Uni aus organisiert werden und die finden auch in den Semesterferien statt. Außer jetzt, ich glaube, in den kommenden 2 Semesterferien. Die sind dann also noch frei sozusagen. Und deswegen habe ich mir eben vorgenommen, dass ich jetzt schon eben eine Formulatur mache, einfach um das zeitnah abzuhaken, damit ich nicht dann gegen Ende der Klinik dastehe und dann Blockpraktikum und Formulatur machen muss und dann überhaupt keine Freizeit mehr habe in den Semesterferien. Dann hat sich natürlich die große Frage gestellt, welche Formulatur sollte ich als erstes machen? Also was macht am meisten Sinn für mich? An sich kann man grob sagen, man muss, ich glaube, 1 Monat auf einer Station machen. Oder 2 Monate? Oh mein Gott. Ich habe mich dann nach wirklich langem Überlegen für die Hausarztpraxis entschieden als erste Formulatur. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens wollte ich ganz gerne in ein ambulantes Setting, also in ein, ich sag mal, ruhigeres Setting, auch wenn da natürlich auch viel los sein kann. Klar, es ist trotzdem, finde ich, was anderes als dieser Klinikalltag. Das war für mich sehr wichtig, eben aus dem Grund, dass ich nach dem Physikum fast nicht frei hatte. Und ich ja auch dieses Semester höchstwahrscheinlich wieder eine recht anstrengende Klausurenphase haben werde. Und da wollte ich einfach nicht von der einen Leistungsmühle in die nächste Leistungsmühle gehen, sondern eben mich da selber vielleicht auch ein bisschen entlasten. Außerdem habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass man dann gewisse Skills, wie zum Beispiel Blut abnehmen, in einem ja nicht ganz so gehetzten Setting lernen kann, wo man eben jetzt nicht um, weiß ich nicht, 8.30 Uhr alle Sachen abgenommen haben muss, die dann ins Labor geschickt werden oder so, sondern dass man da vielleicht auch zusammen mit den Ärzten oder mit den MTAs?
medizinische MFAs, MFAs, so. Oder dass man eben zusammen mit allen Leuten in der Praxis, dass man da so ein bisschen mehr One-on-One-Teaching-Time hat. Genau, das erhoffe ich mir so ein bisschen. Und vor allem natürlich auch, dass man in der Hausarztpraxis so die, ich sag mal, most common Krankheiten kennenlernt. Also die, die eben sehr, sehr häufig auftreten und mit denen man auf jeden Fall im späteren Berufsleben mal konfrontiert wird. Genau, das habe ich mir so ein bisschen dabei gedacht. Und warum ich mich jetzt für die Hausarztpraxis entschieden habe und nicht für das andere ambulante Setting, ist einfach der, dass ich halt weiß, Hausarzt muss sowieso gemacht werden, das ist obligatorisch. Und dann habe ich eine obligatorische Sache auf jeden Fall schon mal abgehakt. Und für das ambulante Setting würde ich mir gerne einfach noch ein bisschen mehr Zeit lassen, dass ich ein paar mehr Fachrichtungen erstmal kennenlerne, bevor ich mich entscheide, wo ich für meine ambulante Wahlformulatur hingehe. Dafür habe ich einfach gerade noch viel zu wenig Wissen. Genau, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und ja, ich hoffe natürlich, dass der Plan aufgeht. Ich habe mir auch schon eine Praxis rausgesucht, hier in der Heimat tatsächlich. Also ich werde es nicht in Münster machen, ich werde es hier zu Hause machen. Und da werde ich jetzt mal anrufen. Und Leute, ich hasse es, anzurufen. Oh, ich bin 24 Jahre alt, ja? Und ich mag es immer noch nicht zu telefonieren. Also ich meine, es ist was besser geworden. Tatsächlich auch dank meines Pflegepraktikums, weil man da ständig irgendwo anrufen musste. Aber oh, I don't like it. Ey, immer wenn es da eine Möglichkeit gibt, eine E-Mail zu schreiben, bin ich die Erste, die E-Mail schreibt. Werde ich wohl hinkriegen irgendwie. Genau, und danach geht's für mich ins Gym, weil ich jetzt schon länger wieder nicht war. Und ich möchte da einfach mehr eine Routine reinkriegen, dass ich einfach wirklich das ein Habit mache. Hi. Turns out, es ist nicht so schlimm zu telefonieren. Basically, ich habe eine Formulatur. Oh Leute, ich habe mir das irgendwie komplizierter vorgestellt, als es letztendlich war. Ich habe gerade deadass einfach angerufen bei der Nummer, die mir auf Google angezeigt wurde, habe nachgefragt und die nette Dame am Telefon hat mir dann gesagt, dass sie das wohl öfter haben und dass das eigentlich auf jeden Fall safe ist. Sie würde jetzt einfach nur nochmal zur Sicherheit die Ärztin fragen, aber sagt mir dann nächste Woche Bescheid spätestens und ja, habe auch meinen Wunschzeitraum bekommen, also... So einfach kann es gehen, Leute. Ansonsten an die Leute im höheren Semester, schreibt gerne eure Formulaturentipps unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann seid so lieb und gebt mir vielleicht Tipps, worauf ich achten sollte bei meiner Formulatur. Weil, ja, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen kann. Und ja, bin sehr, sehr dankbar für jeden einzelnen Tipp, den ihr so habt für die erste Formulatur. Übrigens, ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Es ist wohl so, man muss eine stationäre und eine ambulante Formulatur von je 30 Tagen ableisten. Die kann man meines Wissens nach aber auch splitten in 15 Tage. Also es müssen immer 15 Tage an einem Stück sein. Dann hat man, wie gesagt, die Hausarztformulatur. Die kann man tatsächlich nicht splitten. Die muss über 30 Tage am Stück absolviert werden. Genau, und dann hat man noch eine Wahlformulatur. Und dann kann man sich in der Wahlformulatur sozusagen aussuchen, ob man nochmal in eine Praxis geht oder ob man nochmal auf Station geht. Genau, aber einen Monat Station, einen Monat Ambulanz, beziehungsweise eigentlich ja 2 Monate Ambulanz wegen Hausarzt, hat man auf jeden Fall safe mit drin. Ich muss sagen, ich habe mir noch gar nicht so viele Gedanken darum gemacht, wo ich meine anderen Formulaturen machen möchte, außer eine Sache, und zwar, ich möchte auf jeden Fall in die Anästhesie, weil mich dieses Fachgebiet sehr interessiert und ich einfach gucken möchte, ob das potenziell was für mich ist, für später. Und weil ich gehört habe, dass man da tatsächlich sehr, sehr viele Skills erlernt. Also, dass man da super viele Zugänge legen kann, Blut abnehmen kann und so weiter. Genau, aber ansonsten, muss ich sagen, habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Ich würde tatsächlich gerne eine Formulatur im Ausland machen, am liebsten in England. Aber ja, Näheres weiß ich dazu ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja, das werde ich dann alles mal in den Semesterferien in Angriff nehmen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich werde natürlich auch berichten, so gut es geht, von der Formulatur. Wir
Wir haben mittlerweile tatsächlich schon 21 Uhr und ich bin gerade dabei, diesen Vlog, den ihr gerade seht, zu schneiden. Und mir ist aufgefallen, dass ich kein Outro gedreht habe, deswegen hier das Outro. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich würde mich natürlich riesig über ein Abo freuen, falls ihr Interesse habt an weiteren Medical School Videos. Mein Arm wird lahm. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!